Die unzähligen Packs, die für die Sims 4 bereits erschienen sind und noch erscheinen werden, bringen leider auch immer wieder neue Probleme und Bugs mit sich. Das Problem des Ruckelns, welches fast alle Spieler in die Sims 4 haben, möchte ich in dieser Reaction genauer unter die Lupe nehmen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Sims 4 im Spiel oft kleinere, aber auch leider größere Probleme hat. Es ist häufig so, dass neue Features mal nicht funktionieren, die Sims wild irgendwelche Interaktionen abbrechen. Das gehört bei den Sims mittlerweile leider dazu. Aber ich glaube, ein besonderes Problem, was auch besonders lange schon im Spiel vorkommt und uns allen regelmäßig sehr auf die Nerven geht, ist das Problem mit den Simulationsrucklern. Wenn die Sims herumstehen, man ihnen schon 5 Interaktionen gegeben hat, die Sims dann aber einfach nicht erledigen wollen. Und genau dazu hat der Simmer Simmatically, den ich auch gerne hier in den Videos erwähne, ein sehr gutes Video gemacht, was ich mit euch gemeinsam so ein bisschen angucken möchte. Das hier ist sein Video, When Fun Turns Frustration Simulation Lag in The Sims 4. Picture this. You happily finished building a new dream home for your Sims. Boah, mir fällt gerade auf, wie lange ich nicht mehr im Spiel irgendein Haus richtig zu Ende gebaut habe. Everything seems so much more sluggish. Oh ja. Ja, also ich muss sagen, die Simulationsruckler, die er jetzt hier gerade angesprochen hat, gehen mir leider auch mega auf die Nerven. Aus meiner Sicht ist ja schon so ein bisschen seit dem Basisspiel von The Sims 4, also im Jahr 2014, so der Fall, dass die Sims gerne einfach nicht das machen, was sie sollen, mega lange brauchen und es ist leider jetzt in der Zeit fast so ein bisschen schlimmer geworden. Oder wie seht ihr das? Ist es bei euch ähnlich? The flow isn't as smooth dieses Bild kenne ich so gut aus dem Spiel. Simulation lag for you. The game's way of saying, hey, I need a moment. Hey, I need a moment. Das passt echt gut. So kann man das bei den Sims ein bisschen beschreiben. The curse of simulation lag. Now, why does this happen? Warum passiert das nun? Ich glaube, es gibt echt wenige Simmer, die sich damit so richtig auseinandergesetzt haben. Es gab ja sogar so kleinere Mods, die dieses Problem eindämmen sollten, so wie ich das gesehen habe. Ich hatte den auch mal im Spiel nur so mittelmäßig funktioniert. Also das Problem scheint wirklich deutlich tiefer liegender zu sein. It's a bit like trying to juggle 100 future cubes. The game simulation. Ach, ich mag diesen Vergleich. Too many ja, das stimmt. Too many objects and a flurry of simulations. Ah, ja, okay. Hier haben wir jetzt schon die Dinge, die da so ein bisschen das Spiel beeinflussen. Was hat er hier gerade gesagt? Zu viele Sims, zu viele Objekte. Und wenn man zu viele Aktionen gleichzeitig mit den Sims macht, diese Warteschlange kennt ihr bestimmt auch schon alle. It's like giving your game a brain freeze. The simulation engine. Also fühlt sich das im Spiel manchmal wirklich an. Gehirnfrost habe ich auch manchmal beim Spielen. Simulation lag manifests through various in-game behaviors. Oh. Sims with bobbing heads. Was? Okay, das mit den wackelnden Köpfen habe ich tatsächlich noch nie so richtig mitbekommen. Sims mit wackelnden Köpfen, krass. Oh ja, da gibt es auch immer einiges. Inconsistencies in time progression. Actions may take different amounts of in-game time depending on the speed at which. Das habe ich auch schon oft bemerkt. Manchmal ist es echt so, dass die Sims ewig zum Essen brauchen oder auch für andere Interaktionen. Da war es ja mal so, dass die Entwickler vor einer Weile mal ein Update hinterhergeschoben haben, mit denen so alltägliche Interaktionen deutlich kürzer brauchen sollen. Aber wenn man das mal so ein bisschen sich im Spiel anguckt, das Essen dauert ja manchmal eine ganze Stunde, was vom ganzen Verhältnis in so einem Tag schon echt spannend ist. Da war es ja in The Sims 2 fast noch ein bisschen krasser. Da ging es ja so weit, dass die Sims von einem Essen manchmal gar nicht richtig satt geworden sind und man oft wirklich sehr viel Zeit verbracht hat, damit die Bedürfnisse der Sims zu pflegen. Das ist in The Sims 4 auf jeden Fall nicht mehr so schlimm. Example, cooking a meal, eating it and then washing the dishes took 34 in-game minutes longer while playing at the third speed compared to normal speed. Das bedeutet also, wenn ihr mit euren Sims in der dreifachen Geschwindigkeit spielt, heißt es aber nicht automatisch, dass die Sims in der dreifachen Zeit dann ihre Interaktion abarbeiten. Das ist auch sehr spannend. Much faster. But the pauses that the game's engine uses to calculate the simulation. Ja, jetzt wird es ein bisschen technisch, ja. No matter the speed you are playing at. Es ist also wirklich so, dass die Engine von The Sims 4 immer so ein bisschen Zeit braucht, um dann den Input, den wir dem Spiel geben, zu verarbeiten. Und dafür ist halt diese dreifache Geschwindigkeit einfach nicht so richtig ausgelegt. Ich habe mal vor einigen Jahren gelesen, dass dieser Simulation Lag auch ein bisschen daher kommt, wie The Sims 4 ursprünglich am Anfang entwickelt wurde.
wenn wir uns mal ein bisschen in die Vergangenheit begeben wollen, da wo Die Sims 4 noch entwickelt wurde, war es ja so, dass Die Sims 4 ursprünglich als Multiplayer-Spiel geplant war. Damit wäre es dann ja auch so gewesen, dass wir Spieler die Sims steuern und dann die Berechnung, wie die Sims dann miteinander interagieren oder was passiert, dann auf der Serverseite, also bei EA auf den Servern dann ausgeführt wird. Und damit gab es dann quasi so eine Abgrenzung zwischen dem Client, dem spielerbestimmenden Inhalt quasi und dem Server. Und intern funktioniert das wohl immer noch so, dass dieser Client und Server, diese Aufteilung immer noch da ist. Und quasi immer, wenn wir Interaktion ausführen, es dann an so eine Art Server geschickt wird, der aber in einer gewissen Weise nicht wirklich ein Server ist, sondern einfach ein anderer Teil vom Spiel, der das dann berechnet. Und dieses Übergeben dauert auch immer seine Zeit. Das ist dann halt einfach schlampige Programmierung, die darauf basiert, dass Die Sims 4 eigentlich mal anders funktionieren sollte. Weiter geht's! The Sims 4 the first game to suffer from lag. Not quite. The infamous lag is well known to The Sims 3 players. Ja, diese Lags gab es auch schon in The Sims 3. Jetzt sagt hier auch was ganz Spannendes. The symptoms are similar. Stuttering, unresponsiveness. Genau, ja, also Player Frustration war bei The Sims 3 leider auch ziemlich hoch. Jetzt kommt was ganz Spannendes, finde ich. Stops the simulation altogether. Genau, ja. Also in The Sims 3 war es so, dass diese Lags auch da waren, aber die haben dann immer kurz das Spiel gestoppt, damit das Spiel quasi mit den Berechnungen hinterherkommt. Die Sims bewegen sich ganz kurz nicht und allgemein in The Sims 3 haben auch super viele Objekte bzw. Sims immer in der Welt festgesteckt. Da gab es Mods, um das zu beheben, aber im Hintergrund lief The Sims 3 immer sehr unsauber und war leider technisch absolut grottig optimiert, weshalb Die Sims 3 manchmal sogar auf neueren PCs immer noch nicht richtig flüssig läuft. Sehr schade. Da haben ja ganz viele am Anfang von Die Sims 4 das Basisspiel so gelobt, weil es so flüssig, butterweich lief. Wir hatten selten Probleme mit irgendwelchen Lags. Mittlerweile werden einfach so viele Packs veröffentlicht, die dann alle nicht 100% perfekt optimiert sind. Wenn man dann alle gleichzeitig installiert hat, ja, addieren sich dann diese Unsauberkeiten und deswegen ist Die Sims 4 mittlerweile auch nicht mehr so schön flüssig und vor allem schnell ladend bei den Grundstücken wie ganz am Anfang noch. When's the loss of in-game time? The Sims 4's development team under Maxis and Electronic Arts has continually addressed simulation lag. Zum Glück, ja. Maxis has released a number of patches to try to fix the issue, but it has not been completely resolved. In 2021, SimGuru Nick, a developer at Maxis, acknowledged the simulation lag is a symptom, not a bug. Yeah. There are dozens of different reasons for it to happen. The same year, Maxis has released an official statement on the simulation. Die Entwickler wollten sich da schon ransetzen, bis jetzt ist aber aus meiner Sicht noch nicht so viel passiert. They have acknowledged the issue and stated that they are working on finding and fixing the root causes of it. They have also asked for the player's help by sending their save files and information on the simulation lag that they experience. Und ich finde es echt erstaunlich, wie viel Zeit das braucht. Das kann ja auch sein, dass die Entwickler intern da eher so ein bisschen als Nebenprojekt, sag ich mal, dran arbeiten oder so ein bisschen im Hintergrund das jetzt nicht als Hauptaufgabe sehen, was natürlich total schade ist. Gerade da Die Sims 4 zum Beispiel auch auf den Konsolen oft mit solchen Problemen zu kämpfen hat, weil die in manchen Situationen nicht so leistungsstark sind wie ein sehr guter PC. Aber ganz ehrlich, das sollte doch wirklich die oberste Priorität sein, dass das Spiel dann auch wirklich flüssig läuft, was es oft nicht tut. Has listed the following things as being helpful with reducing the lag time. Oh, jetzt kommen nochmal ein paar praktische Tipps für euch, die ihr so beachten könnt, damit euer Spiel nicht von diesen Problemen geplagt wird. Empty out your Sims inventories. Was natürlich alles so ein bisschen ungeil ist und dann auch Zeit benötigt. Objects in your house. Play in a smaller house with less art pieces and stuff laying around. Bei mir auch relativ schwierig. Go to your options and back. Or press M to go to the world map and back. Lower graphics settings. Go to the audio settings and remove the check next to enable mood sting. Reduce the amount of mods and custom content you use. Start a new game, that is, completely shut down the game, then restart it and start a new save game. Es gibt tatsächlich dann so ein paar Möglichkeiten. Ja, grob kann man eigentlich sagen, spielt euer Spiel, sagen wir mal, in einem kleineren Umfang, was natürlich zum ganzen Konzept von den Sims nicht so richtig passt. Aber damit könnt ihr
ja, das Spiel ein bisschen eingrenzen. Versucht euch auf die wichtigsten Haushalte zu konzentrieren. Umso größer euer Haushalt wird, desto mehr gibt's für Spiel intern zu managen. Gerade jetzt auch mit diesem Story-Progression-System und so weiter. Also ich glaube, das sind recht einfache Tipps, die aber natürlich im Spiel trotzdem leider ja, gar nicht mal so cool sind. Besides the official guidelines, players can try unofficial fixes. Like the simulation lag fix. Das hier waren die Mods, die ich angesprochen habe. Die sind bei ihm bestimmt auch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch natürlich auch mal angucken. These are two very popular modifications that you can download if you play on PC or Mac. Upgrading your hardware might also help. Playing on a computer that meets or exceeds the game's minimum requirements. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ist immer gut. Ist natürlich jetzt auch ein Tipp, der dann eher so ein bisschen geldintensiver ist. Das können natürlich nicht alle von euch so einfach umsetzen. You can also try to adjust your game speed habits. Try not to speed up your game. Ja, das ist auch ganz spannend. Wie er jetzt hier gesagt hat, man soll nicht mit der höchsten Geschwindigkeit spielen. Einfach weil das Spiel da, wie wir schon vorhin gelernt haben, so ein bisschen ins Schlottern kommt. Natürlich jetzt mitten in der Nacht, das ist vollkommen wurscht. Da könnt ihr natürlich auch ganz schnell vorspulen oder wenn eure Sims alleine auf der Arbeit sind. Was eigentlich so ein essentielles Feature ist, deswegen ist es natürlich nochmal besonders schade, dass es im Spiel so für das ein oder andere Problem sorgt. Ah, ja, also ich glaube, da merkt man mal wieder, dass die Sims 4 dann doch einige Baustellen hat, an denen die Entwickler noch ganz viel rumschrauben können. Oh, er spricht ja auch nochmal was ganz Wichtiges an. So sieht mein Spiel auch oft aus, genauso ruckelig. Das hat nichts mit meiner Hardware zu tun. Oft, wenn ihr in den Baumodus wechselt, dann wird das Spiel einfach sehr langsam, sehr träge. Diesmal dann wirklich von der Computerseite aus und alles ruckelt. Früher hat noch das Drücken von der Escape-Taste aus irgendeinem Grund geholfen, also dieses Pause-Menü, dann ging es plötzlich wieder. Könnt ihr auch mal im Spiel ausprobieren, wenn es bei euch mal besonders ruckelt und ihr wisst, ihr habt eigentlich einen ganz guten PC, der das eigentlich hinbekommen sollte und es vielleicht auch einfach nur zufällig mal anfängt zu ruckeln. So viel, wie die Sims 4 simulieren muss und wie viele Sims rumwuseln, die sich dann noch unterhalten, das sind natürlich alles Dinge, die sich irgendwie berechnen lassen, aber ganz ehrlich, wie er es hier sagt, die Sims 4 hat so eine riesige Spielerschaft, das kann doch eigentlich einfach nicht sein. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich fand sein Video wirklich sehr cool. Ich mag auch seinen Schnittstil sehr gerne, der mich fast so ein bisschen an meinen erinnert. Ich glaube, das war jetzt ein ganz spannender Einblick, der vielleicht vielen von euch auch so ein bisschen gezeigt hat, dass es gar nicht unbedingt immer an euch liegt. Irgendwie finde ich es so ironisch, die Entwickler fixen manchmal auch ganz viele kleinere Fehler, die gar nicht mal so schlimm sind. Vielleicht auch gerade deswegen, weil sie so schnell zu fixen sind, werden dann solche Fehler eher behoben als die großen. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, da ich das Gefühl habe, dass die Entwickler einfach zu wenig Zeit in dieses Riesenproblem, wovon die vor allem im Live-Modus unterwegs sind, einfach betroffen sind. Kleiner Appell an die Entwickler, kümmert euch doch jetzt mal endlich darum. Das Problem ist schon seit Jahren bekannt. Stehen eure Sims auch gerne mal einfach so rum? Tun nichts? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Lasst auch gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren von Sematically da. Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.